ready? Ja. Guten Morgen. Wir sind wieder mal unterwegs an einem Style-Shoot auf Flaville. Wir sind gerade über den Rücken gefahren mit dem gelben Fotobus. Gell, gell, gell. Und wir haben eine kleine Premiere. Also, wir sind der Herr und Frau Lene. Lehmann. H-M-A-L-L. Okay. Der Herr Lehmann heute Model ist Model. Modell? Model. Male Model für unseren Style-Shoot. Weil wir sind ja im September im Diessenhofen gsi, haben das Thema Bridesmaids gehabt und heute haben wir das Thema Groomsmen. Die sind fast so wie Lipstick Ladies. Kannst du rausschneiden? Nein, heute geht es um Männer, es geht hoffentlich um Bärte, um Alkohol, um Flüge, Hosenträger, parat machen und einfach die Einstimmung und Nervosität der Männer am grossen Tag und nicht immer nur von den Frauen. Oh, schnell. Gute Hey. Hä? Du nicht immer reden, wenn ich die Kamera weg habe. Dann macht sie ganz Zeit so. Oh, warte, jetzt retten wieder. Entschuldigung, oh, warte, retten wieder. Du bist einfach kein Vlog-Profi, wirklich nicht. Hallo, wir sind in Flaville. Wir fangen jetzt an mit den Vorbereitungen für den Style-Shoot. Und wir sind hier beim Francesco, bei Coiffure Trovato. Laufen wir mal rein. Was haben du für Leute das Gefühl? Ich schneide nur Backen. Und was schneidest du denn sonst noch? Alles. Alle Haare. Ja, nur vom Hals aufwärts. Okay, Hals aufwärts, Haar. Zieh mal Kappe ab. Nein. Jetzt mache ich nämlich kein Haar mehr. What do you know? I keep thinking about you, love. More than I should probably ought to. Yeah, the world's full of wonders and mysteries, but it's you that I can't get enough of. 'Cause my head has a mind of its own, and that mind only wants more of you. Ist wichtig für einen Style-Shoot. Machen wir gerade so, wow. Also wir haben heute einen Style-Shoot. Das ist riesig. Wir haben heute einen Style-Shoot. Flaville? Nein, nicht Flaville. Flaville. Der ist ja mega... Nein, nachher spritzt der Geo ins Gesicht. Oh, jetzt. Dann sagen wir den Männern, was sie sollen machen. So genau. Wie sonst im Alltag. Und was eben noch eine Premiere ist, ihr Mann und mein Mann. Mein Freund. Ja, Freund und mein Ehepartner. Diego und der Stefan. Jesse und Jessie. Professionell. Ja, wie immer. Sie sind schon am sind alle so. Hallo. So what do you know, baby? So what do you know? Tell me. Die Organisation ist alles. Wir sind sonst Profis. Aber es ist super gegangen. Schau mal, die. Zack! Oh oh. Leute, das kommt so gut. So Freude. Meine Stimme ist ein bisschen komisch. Ich kann nur sagen, Flaville. Wir können es immer noch nicht aussprechen. Man sagt nicht Flaville. Man sagt so etwas wie Flaville. Flaville. Ja, das können die Ostschweizer besser. Wahrscheinlich machen wir jetzt ein bisschen zum Aff. Wir gehen jetzt zu den Kirchen über mit dem Fotobus und diesen Jungs. Noch weiter shooten. Und ich habe ja gemeint, das Shooting mit den Mädels könnte man fast nicht toppen. Aber heute ist auch so eine coole Truppe und alle haben es mega gut und das kennen sich ja nicht alle. Wir haben einfach so coole Outfits zusammengestellt. Und Jessie K. Ja, Jessie L. Jessie K. hat so einen Stress gehabt wegen noch gewissen Absagen und es war einfach ein bisschen hektisch gewesen. Und es ist so gut gekommen, weil wir sind einfach ein gutes Team. Und jetzt machen wir gute Bilder mit dem Fotobus und all diesen Typens. Und ja, die Männer haben ja auch Freude beim Vorbereiten und das kann man auch ein bisschen inszenieren. Das kann man auch ein bisschen schön machen. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sage und jetzt wird es peinlich, jetzt hat es noch andere Leute. Sehe ich das, wenn ich das filme nicht, gell? Wahrscheinlich nicht. Egal.
Ich sehe Wulle. Sie sind einfach am Arsch gekratzt. Und der Diego, Hand hinter dem Rücken. Set change. Set change. Oh, habe ich jetzt grün oder rot? Oh. Das weiss kein Mensch.